Also wir sind ein besonderes Paar. Wir kennen uns noch nicht lang, aber doch ein halbes Jahr. Und es wird immer schöner. Und das ist das Schöne dran. Ja? Das war wirklich ein Wink des Himmels. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Kennengelernt haben sich Ilse und Rudolf natürlich beim Tanzen. Und zwar bei einem Tanztreff für Menschen mit und ohne Behinderung. Und verkuppelt hat die zwei dort Jutta Schüle, die Veranstalterin. Dann habe ich gedacht, mein Rudolf und meine Ilse, die zwei, an einen Tisch, das muss was werden. Hast du gut gemacht. Habe gut gemacht. Boah, ja. Bin ich froh. Ja. Ich saß in verschiedenen Ecken. Manche waren also derartig fad, dass ich wieder bei Zeiten heim wollte. Jutta ist heute zum ersten Mal zu Gast bei den beiden. Mittlerweile ist Ilse nämlich bei Rudolf eingezogen. Jetzt bin ich Hausfrau hier. Und das macht eigentlich Spaß. Ja. Der große Unterschied ist, dass man überhaupt nicht mehr alleine ist und dass man miteinander sprechen kann. Und wir sprechen eigentlich viel miteinander. Ja, gut, das ist eigentlich das Schönste. Rudolf arbeitet trotz seiner 88 Jahre noch immer als Steuerberater. Jetzt gucke ich mal, wie es im Büro aussieht. Hallo? Hallo? Ah, du bist aber hübsch heute. Brauchst du mich? Ilse genießt es, dass sie Rudolf ein bisschen bemuttern kann. Die 82-Jährige ist seit 4 Jahren Witwe. Auch Rudolfs Frau ist vor 4 Jahren gestorben. Unter der Einsamkeit haben beide in den letzten Jahren sehr gelitten. Es ist ein grandioses Gefühl, wenn man morgens aufwacht und viele Jahre allein war. Und jetzt steht man auf, guckt rüber, da liegt jemand im Bett und da macht dann auch die Augen auf und die strahlen dich an. Dann ist der ganze Tag schon gewonnen. Jetzt. Bist du fertig? Ja, jetzt guckst du aber bitte nochmal durch wegen dem Ding. Mit über 80 haben sie sich noch mal auf jemand Neues eingelassen. Das fühlt sich anders an wie die erste Liebe. Es ist Liebe, aber wie sagt man Altersliebe? Es ist eine ganz andere Liebe. Es ist eine Liebe mit Vorsorge und behilflich sein. Ja, und das ist das Wichtigste. Hallo Molle, da ist noch ein Muckesäckele. Guck mal. Ein Muckesäckele, du bist halt peinsam. Jetzt. Und beide wissen, was sie aneinander haben. Schön, gell? Ja. Die ist sofort da, wenn sie merkt, ich komme da nicht zurecht. Sei es beim Anziehen, dass die Krawatte nicht so auf Anhieb. Da ist sie sofort da. Das ist mir neu. Das ist, ja, ist angenehm. Das Besondere ist, dass er ruhig ist, dass man ihm alles erzählen kann und dass er mich liebt. Allein gehen wir gar nicht mehr. Nein. Ja, dass man sich heben kann, ja, und dass man in der Nähe ist. Das ist das Schöne. Wir sind Mann und Frau, ja, okay, immer. Das haben wir ausgemacht und das bleiben wir auch. Ja, genau.